Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zurück zu AC Odyssey. Ja, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, den Kultisten da hinten zu ärgern, zu töten, Polison. Ja, ich bin in der Zwischenzeit im Offline-Modus hier mal rumgesegelt und jetzt sind wir da angekommen und jetzt mal schauen, was hier so Sache ist im Marmorsteinbruch von Salamis. Oh, scheint ja einiges, das sind die Arbeiter. Aha. Das ist noch ein Schatz, das ist gut. Ja. Okay. Mal ein bisschen dichter ranfliegen. Unser Vogel braucht ja noch ein paar... Ja, da ist noch eine, ne? Oder? Ja. Braucht er noch ein paar Schnellreisepunkte, um seine Sensoren, sag ich mal, zu verfeinern. Na, das scheint wohl alles gewesen zu sein. Okay. Ja, dann wollen wir uns da mal hinbegeben, ne? Um ihn zu erledigen. Zack. Zack, Deckung. Okay, von hier aus, hier könnten wir. Oh ja. Wo laufen wir lang? Ah, der kommt hierher. Dann sollten wir gleich mal rüberpfeifen, wenn es geht. Oder auch nicht. Na, sieht er uns gleich? Nee, doch nicht. Oh, Schwein gehabt. Mal gucken, ob wir den hier, den da hinten ausgeschaltet kriegen. Ach, auch nicht. Doch, oh, doch, ab und zu mal. Gott, ihn hier auch? Haha. Haben sie schon. Ach, wir haben kein Segment mehr, schade. So langsam merkt es. Okay. Den hätten wir. Der andere war ja noch da am Suchen, ne? Genau. Da kommt noch ein zweiter hinzu. Kriegen wir den da hinten ausgeschaltet? Ne? Komm. Oh, hat er uns jetzt gesehen? Scheint so. Ach, wir sind ja auch sichtbar. Ja, ich bin zu schnell. Genau. Na komm mal mit Feuer testen hier. Oh oh. Oh, wir müssen auch weg. Okay, die suchen uns. Oh, weil er wieder so viel auf einmal. Ja, holt mal Wasser. Also bei trockenen Büschen ist Wasser gar nicht, ist Feuer gar nicht so gut. Da brennen wir bloß selber ab. Ach, nee, nee, nee. Okay. Was hast du? Berichtet. Bisher nicht. Die Spur ist noch fest. Weiter
hoffe, du hast dich schade. Oh oh. Die sind ganz schön hart, die Jungs, ne? Oh. Okay. Oh, heil. Oh, Alter, sind die... Ist der hart. Huch, huch. Wir müssen schnell ins Wasser oder weg. Oh, Alter, waren die hart. Holla, 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 die Waldfee. Na, da kann ja was werden. So. Hopp, hoch. Na, komm. Die waren ganz schön hart, die Jungs. Kommen wir nicht hoch hier? Na doch, komm. Okay. Ich schleichen muss noch mal ran. sind die jetzt weg oder sind die alle tot? Ist die Frage, ne? Aber ich glaube mal, die sind alle weg. Die waren zu schnell weggelaufen. Das ist gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bloß nicht sehen lassen. Ja, habe ich wohl auch so gedacht. Jetzt gehen sie wieder alle ihren Beschäftigungen nach. Okay. Können wir den Schatz plündern? Oh, jetzt haben wir einen schönen Bogen. Komm hier, machen wir mal so. Ah, die ist heftig. Die ist milliagross. Mhm. Okay. Die haut ab. Ach, da unten ist noch eine. Oder was? Ist diejenige oder derjenige vorhin hinter uns hergelaufen und im Wasser hängen geblieben? Wo ist er? Ach, hier. Das ist nichts zu sehen. Nee, hast auch nichts gesehen. Haha. Wo ist der andere wieder? Irgendwo hier hinter uns, ne? Naja, egal. Guck mal, hier liegen so einige. Ah, hier ist aufheben. Wir wollen plündern. Okay, schauen wir mal. Da hinten ist einer und da oben ist einer ganz alleine. Na komm, hast du ihn schon anvisiert. Komm schon, ja. Oh, der war gut. Der war gut, der war gut. Was übt der denn da? Übst nicht mehr lange. So, jetzt sind alle weg. Jetzt können wir ungehindert, außer der da oben, aber das stört nicht. Plündern, Brand stecken. So, hier nochmal eine Schatztruhe. Da ist er, da ist er. Zack. Gibt es hier auch noch was zu plündern? Irgendwie so eine Waffenstände? Nö. Okay. So, hier.
Liegt hier noch was? Okay, können wir jetzt zumachen. Bestätige den Tod des Kultisten. Ja, sind wir schon bei. Mal sehen, wer da aufspuckt für uns. Ich werde hoffentlich keiner begraben. Gut, kümmere dich um 5 Kultisten, haben wir 5 von 5. Und eine schöne Armschiene. Brief an die Kultisten-Hinweis. Aha. Na, dann schauen wir da mal gleich rein. Wo war der jetzt hier? Ach, ach hier, ja, da unten, den haben wir. Ihn haben wir gekillt gerade. Alles klar. Da gibt es was Neues. Können wir den aufdecken? Immer noch nicht. Aber ein Hinweis haben wir. Der Kultist ist ein Anführer, der sich eine Rebellion auf der Delos gegenüber sieht. Hilft den Leuten in der Nähe. Aha, aha, okay. Alles klar. Was ist er hier? Da gab es auch einen Hinweis von. Das ist ein brutales Schwergewicht. Setz deine Odyssee fort. Ein Schwergewicht. Na toll. Sonst gab es hier nichts weiter, ne? Nee. Bei Schiffe, was gab es da? Ach, eine neue Besatzung oder was? Spartiaten-Mannschaftsthema. Na komm, wir können die ja mal auswählen. Ja, so, Inventar, was gibt's da Neues, was hat er uns da gegeben? Arökli, was ist das Neue? Sieht gut aus, nehmen wir. Und, was gibt's hier, da gab's doch diese... Ah, guck. Attentat geht aber runter, naja. Aber komm, nehmen wir mal. Hey, im Blau, guck mal, wie gut das aussieht. Supi, und... Da gab es einen Bogen, der war 23, glaube ich. Yep. Und einen kleinen, den können wir zerlegen. Und... Uff, ja. Ob der nun wirklich besser ist? Ach, wir lassen den mal erstmal, ne? Genau, was war jetzt hier gekommen? Ach, hier, so ein Splitter, haben wir schon 6. Geruch, hä? Geruch im Gericht, vor dem Seegerichtshof und Hafen. Wer durchlesen möchte, kann es gerne tun. Ja, haben schon 6. Da brauchen wir noch 7. Ja, dann können wir hier weg. Und dann können wir uns ja mal der Hauptmission wieder widmen. Die ist hier. Um ein Mädchen zu finden, gehört zur Hauptquest. Ja, dann segeln wir da mal rüber. Auf geht's. Wow, wow. Ja, ja, keine Angst. Ich tue euch nichts. Ihr könnt ruhig gerne weiterarbeiten. Runter. Runter. Nehmen wir mal das Schiffchen hier. Können wir ja rüber segeln. Manchmal, ne? Denke ich auch, könnte auch ein bisschen was anderes machen. Okay, rüber segeln. Mit diesem Boot sollte ich nicht weiter raussegeln. Nein, deswegen gehen wir ja auch hier hin. Ey, ey, ey. Wollen ja auch bloß zu unserem großen Schiff. Was? Wer spielt hier? Ach, er hier vorne. Ah. Alles klar. Aber wir wollen da rüber. Also. Also, Musik aus und rüber da. Da liegt, glaube ich, noch. Wieder Treibgut. Holz, Holz, ja. Yep. So sehen die Spartiaten aus. Aha. Ich glaube, die haben auch andere Lieder am Start. Aber machen wir aus. Na, leise. So, dann wollen wir sehen.
Wollen wir sehen, was das uns bringt. In Korinth, Land der schönen Verderbtheit. Ah. Da schwant mir ja schon wieder was hier. Wieder Sex und so. oh, was ist das hier für Grünes? Mal kurz gucken. Was ist das hier? Prüfung des Urteilsvermögens. Oh. Machen wir oder machen wir nicht? Machen wir erst die Hauptquest weiter? Ach, wir machen erstmal die Hauptquest, ne? Würde ich sagen. Gibt's hier keinen Schnellreisepunkt? Sieht nicht so aus, ne? Gut, dann gehen wir da mal hin. Wo ist das so weit oder was denn? Her mit dem Pferd. Komm. Wo bist du? Da bist du. Na denn, auf geht's. Huhu. Ist das hier alles Holz? Ne, sind Busbüsche. Ich dachte schon, das wäre ja was gewesen. Schön Holz einsammeln. Hohoho. Zack, 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 auf geht's. Gucken wir mal. Ganz schön weit, ne? Korinth. Okay, wir müssen über die Brücke. Okay. Wie jetzt? Muss ich jetzt da rum oder was? Oh man. Ich dachte, das wäre hier. Also ehrlich mal. Naja. Können ja klettern, ne? Klettern wir mal rüber. Ups. Ah, da. Oh. Was ist hier los? Laut Alkivia, das wissen die Hetären etwas über meine Mutter. Ich sollte Antusa ausfindig machen. Bist du Antusa? Ich? Antusa? Für dich kann ich alles sein, Liebes. Ich verlange weniger als die Hetären. Aber ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Eieiei. Ihr Name sagt ja also etwas. Antusa? Sie ist schon ewig hier. Aber ich habe sie nie getroffen. Ich weiß, dass die Hetären gleichgestellt zusammenarbeiten. Doch Antusa ist besonders. Sie spricht. Die anderen hören zu. Ich habe noch keine Hetäre getroffen. Glaub nicht alles, was du hörst. Sie verkaufen, was viele von uns in Korinth verkaufen. Doch für sie geht es nicht nur um den Körper. Sie sind Händlerinnen, wenn man so will. Sie sind gerissen und können so gut reden, wie sie aussehen. Klingt nach einem guten Geschäft. Warum willst du keine Hetäre sein? Ich bin nicht mehr die Jüngste, oder Liebes? Bis ich gelernt habe, was die können, empfange ich die Männer auf dem Totenbett. Wenn die Hetären nicht hier sind, wo finde ich sie? Die tragen die Nase doch viel zu hoch, um sich mit uns hier unten abzugeben. Wenn du eine willst, findest du sie auf dem Berg, auf Akrokorinth. Sie sind beim Tempel und halten Aphrodites Jünger bei Laune. Okay, jetzt müssen wir da hoch. Aha. Oh, da oben. Warte mal. Ich mal Karte gucken. Gibt es hier keinen Schnellreisepunkt hier in der Gegend? Ach doch, da. Yay. Ich würde mal sagen, den machen wir erst, bevor wir da hochstiefeln. Da ist er. Genau voraus. Yay. Oh, sorry, 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 Leute. Korinth. Die Stadt der Krüge, Ätheren und nicht viele mehr.
Ah. Ja, ja. Wir wollen ja bloß hier rüber. Wir wollen ja bloß hier hoch. Puh, hu, hu, hu. Kein Angriff. Alles klar, alles gut. Ja, komm hier. Zack. So. Oh oh, ich habe außerdem wieder runterfallen. Das wird ja noch fehlen. So, na denn. Ab geht die Post. Jetzt müssen wir da hoch. Oh, ganz schöner Weg, wa? Aber da können wir ja hochreiten. Warte, wir mal kurz gucken, wie viel unser Vogel noch synchronisieren muss. Vorher noch zwei. Hey, dann ist ja die nächste Stufe. Cool. Okay, also, dann wollen wir da mal hocheilen. Links, rechts. Auch ist egal, ne? Nichts geschehen. Bin nur vom Dach gefallen. So, dann können wir ja... Pferdchen. Wir müssen, glaube ich, hier rum, ne, oder? Habe ich mich jetzt verguckt vorhin? Nee, ich glaube, da hinten ist der Tor. Komm schon, komm schon. Hä? Habe ich mich jetzt echt verguckt, oder was? Ach nö, komm, wir runter. Los. Durch den Markt eiern hier. Hey, wir reiten alles kaputt. Hey. Heilige Höhle? Geht's hier hoch, oder was? Sorry. Na komm, Auto, Pilot, mach mal. Ja, da reiten wir mal ganz gemütlich hoch. Oh, da oben ist auch ein Schnellreisepunkt. Das ist wunderbar. Dann braucht Ikaros nur noch. Wo will er jetzt? Hier jetzt lang? Ist das bloß ein kurzer Weg, oder was? Er hätte ja auch hier hochreiten können, ne? Also ehrlich mal. Platz da! Du bist in der Nähe deines Ziels, ja, ja. Aber wir reiten erstmal hoch und dann schauen wir mal, ne? Platz da! Wölfe oder war das das hier? Jo. Naja, lass mal kämpfen, lass mal kämpfen. Platz da! Die reitet doch alles um, ne? Also was für ein... Akrokorinfestung, okay. Wir reiten mal geradeaus, da ist ja noch ein Schnellreisepunkt. Da hoch. Tempel der Aphrodite. Ah, alles klar. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Absteigen, okay. Na denn, erstmal den Schnellreisepunkt und dann schauen wir noch mal, wo wir da hin müssen. Zack, hoch hier. Na denn. Ab geht die Post.
Alles klar. So. Begib dich zu Korinth und suche Hinweise auf Anthusa. Anthusa ist in einem sicheren Teil von Korinth geflohen. Sie wurde zuletzt südlich von Korinth gesehen. Die Hetären haben Kunden beim Tempel der Aphrodite. Muss ich mal Karte gucken. Ach so, hier müssen wir jetzt einfach finden. Das ist eine andere Quest, okay. Vorsicht, zerbrechlich. Alkibi, ja, der ist der schon wieder. Unser kleiner, lüsterner Freund. Aber wir machen erstmal kurz hier. Soll er hier erstmal gucken? Ja? Komm, stoß du. Hier oder was? Das ist ja was anderes wieder. Hey, bin ich dir gehauen oder was? Hä? In der Höhle? Ist da irgendwie noch eine Höhle? Irgendwie ein Eingang? Oder was ist das hier? Hm. Ist doch hier, oder nicht? Auf der Spitze von Korinth. Danach habe ich gesucht. Aha, okay. Da müssen wir hin. Aber wie das weitergeht, ne, meine lieben Freunde? Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, habt eine schöne Zeit. Hat mir wieder Spaß gemacht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Terra.